So, da, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ta, 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 ta. Und Kamera 1 und. Ah, Rückkopplung, Anfängerfehler. Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem mal mehr lausig vorbereiteten Livestream. Eigentlich möchte ich ja nur testen, ob das alles hier einigermaßen funktioniert. Herzlich willkommen auf jeden Fall. Es sind schon wieder ganz viele Leute hier, das ist einfach krass, das funktioniert. Ich dachte mir, damit ich ein bisschen Arbeit mit Vergnügen kombinieren kann, die Frage ist jetzt, was ist Arbeit, was ist Vergnügen, habe ich noch etwas dabei, was wir unboxen können zusammen, ein Live-Unboxing. Ich bin ja gefürchtet als großer Unboxing-Pfuscher und normalerweise ist das ja alles voraufgezeichnet. Da könnte man meinen, ginge nicht schief, geht es natürlich trotzdem, aber mal schauen, ob da live noch mehr schief geht. Ich habe einen neuen iPad-Ständer gekriegt. Ist irgendeine Mischung aus iPad-Hülle und iPad-Ständer. Und ich würde sagen, den packen wir mal zusammen aus. Noch schnell die Frage in die Runde. Klingt es einigermaßen von der Lautstärke her? Grüße aus Stuttgart, Berlin. Ja, überall Hallöchen in die Schweiz. Halli, hallo. Guten Abend aus Kloten, aus der Schweiz. Da war ich früher mal an Hockey-Matches hin und wieder. Jemand schreibt perfekt, das beziehe ich einfach aufs Audio und wir wechseln auf Kamera. Was war es nochmal? Drei müsste es sein. Ich muss da meine Vorschau noch ein bisschen verbessern. Moment. Tü-tü-tü-tü-tü. Wo ist das grässliche OBS-Studio, wenn man es mal braucht? Nein, das bin ich viel zu nah. So, da. Also, wollen wir mal. Ist hier alles ziemlich zugeklebt. Messer mache ich wieder mal weg, nicht, dass sich da jemand verletzt. Andererseits, wenn ich mich jetzt verletze, wäre nicht so schlimm wie sonst, weil ihr seid ja alle mit dabei und könnt den Notruf rufen. Da kommt das gute Ding. So sieht's aus. Die Firma heißt TomTok. Ich glaube, schenken. Und ja, so sieht das Ding aus. Relativ wuchtig, fühlt sich relativ plastikig an. Ich bin ja großer Fan des Kunstleders, was da Moft jeweils verwendet. Habe ich irgendwas von Moft in der Nähe? Ah ja, klar, das Portemonnaie hier hinten dran. Das fühlt sich super an. Das hier sieht nur aus wie Leder, fühlt sich aber sehr nach Gummi und Plastik an. Dann brauchen wir natürlich ein iPad. Ich habe glücklicherweise und zufälligerweise eins hier. Das, auf dem ich alle Kommentare lese. Unbox Vision schreibt gerade guten Abend, Raphael. Sieht gut aus, der Preis, fragt Phantomas. Sehr gute Frage. Was hat es gekostet? Ich glaube irgendwas zwischen 40 Euro rum. Jetzt, ich mache mal wieder die oben drüber Kamera, dass ihr seht, wie ich es da jetzt reinwirke. Ich vermute, man drückt es da oben rein, dann da unten. Oh. Oder vielleicht erst unten und dann oben. Nein. Vielleicht erst so von der Seite. Na, das ist ja wieder mal beste Werbung fürs Produkt. Aber ist bei den Logitech-Hüllen jeweils auch so ein Gewürge, ehrlich gesagt. So, jetzt haben wir es oben drin. Schnell wieder die Kamera.
Jetzt müsste es da unten noch irgendwie reinpassen. Nicht zu Hause nachmachen. So, das war jetzt ein Gemurks, bis es drin war, aber jetzt müsste man das irgendwie, ich glaube, so ungefähr funktioniert. Ah, nein. Vielleicht so. Nein, etwas mache ich noch falsch. Wir brauchen die Anleitung, ich gebe es ungern zu. Landscape Mode, Portrait Mode, Sketch Mode. Ich möchte eigentlich Landscape Mode haben. Ah, jetzt hält's, jetzt habe ich es glaube raus. Dann kann man hier oben noch den Stift reinmachen. Und im Idealfall lädt er auch. Ja, tut er. Magic Keyboard können wir wieder zur Seite legen. Ja, wo legen wir es hin? Da unten. So. So, und jetzt bin ich parat für diesen Livestream. Wie gesagt, das Ding da heißt TomTok Protect Your Digital Gear. Ja, wenn der Gear mal drin ist, dann sieht es relativ sicher aus, muss man fairerweise sagen. So. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, was die Fragen so bringen. Jemand fragt nach dem Surface Pro 8, der MC. Nach dem Surface Pro 8 wird schon sehr lange gefragt. Das habe ich nicht und Microsoft hat es mir auch nicht geschickt. Aber was sie mir geschickt haben und was ja hier ist, ist das, jetzt muss das TomTok-Ding schon wieder aus dem Bild, ist das hier, das Surface Studio, was nächstes Jahr in die Schweiz und wohl auch nach Deutschland kommen soll. Ich habe es jetzt... Ich habe sicher das Unboxing gesehen, da habe ich mich da ein bisschen schwer getan mit dem Aufklappen. Jetzt habe ich schon verkehrt rum hingelegt. Passiert mir aber auch mit dem neuen MacBook, das halte ich auch ständig verkehrt rum. So. Da habe ich mich anfangs ein bisschen schwer getan mit diesem Klappmechanismus. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt habe ich den Bogen raus und ich finde es großartig. Ich wünschte mir das in größer kombiniert mit dem MacBook Pro oder mindestens mit dem Prozessor drin und ich wäre sehr zufrieden. Ich finde es immer noch ein bisschen zu schwabbelig, ehrlich gesagt, aber ganz ehrlich, ich finde es das spannendste Surface seit dem, was soll ich jetzt sagen, soll ich so mutig sein und sagen, ja, ich sag's, das spannendste Surface seit dem Surface Pro 3. Das Surface Pro 3 war ja so der Wendepunkt, da wurde das Surface Pro endlich gut, da wurde die ganze Surface-Reihe eigentlich gut. Ja, es gab auch noch so andere gute Surface, das Surface Studio mag ich ja persönlich sehr, aber es halt... sehr teuer und wurde auch schon lange nicht mehr upgedatet. Und das Surface Book mochte ich auch vom Prinzip her, aber das habe ich eigentlich immer nur als Laptop gesehen und da dieses Rausnehmen-Dings war nicht so spannend. Das hier finde ich jetzt wirklich sehr, sehr ein schlaues Gerät. Ich bin auch nicht sicher, wie leistungsfähig es ist. Ich habe ein paar alte Spiele drauf laufen lassen, die waren so lala und den Lüfter hört man auch relativ schnell. Also wenn es um Leistung geht, mag ich das MacBook Pro noch lieber. Aber so vom Design her finde ich das schon sehr spannend. Und wenn das dann noch in die zweite Generation geht und dieser Mechanismus hier ähnlich souverän funktioniert wie der hinten am Surface Pro 3 oder allen folgenden Surface Pro oder beim, wo haben wir das, Magic Keyboard, wo du halt auch wirklich ganz souverän klappen kannst und wo nichts schwabbelt und macht. Also ja. Sehr vielversprechendes Gerät. Da hat jemand seine Nachricht zurückgezogen, sehe ich gerade. Kann man das bei YouTube? Das ist ja cool. So, übrigens an der Stelle noch der Hinweis. Ich freue mich sehr über Fragen. Das geht hier jeweils so schnell, dass ich ganz viele Fragen übersehe. Darum empfiehlt es sich, Fragen einfach mehrfach zu stellen. Da muss man gar kein schlechtes Gewissen haben, wenn man Fragen mehrfach stellt. Dann sehe ich sie nämlich. Ich sage mal, meine Güte, die Liste ist schon wieder so lang. Schnell Tee kochen. Da sind noch die Begrüßungen. Ich suche einfach gezielt nach
nach Fragezeichen. Da schreibt jemand, Ton ist sehr fein, Oktave, Mikrofon, Oktava heißt das Mikrofon. Ist das Mikrofon, was hier oben hängt, was ihr genau nicht seht, ist ein russisches Mikrofon, sehr preiswert, sehr klein. Das habe ich einfach oben am XLR-Kabel hängen. Ich habe da auch mal ein Video dazu gemacht, was ich jetzt natürlich nicht verlinken kann, aber das sieht man. Es ist einfach ein XLR-Kabel, was von der Decke runterhängt. Und ja, wenn ich direkt reinspreche, klingt es noch ein bisschen besser, aber ja, für das reicht's. Und der Raum hier ist halt sehr hallig. Das ist meistens der bessere Tipp, statt ein teures Mikrofon zu kaufen, besser am Raum arbeiten. Das Problem ist, ich habe mir mal so Schallschluck-Schaumstoff gekauft bei Amazon. Das Problem ist, der meiste von denen ist schwarz und ich wollte weißen. Und es gab genau einen Hersteller, der halbwegs bezahlbaren in weiß hatte. Der kam an und war schon nicht weiß und inzwischen ist er ziemlich gelb geworden. Also ich habe den noch nirgends hingeklebt, wie man auch ein bisschen hört. Ich habe einfach weiße Vorhänge im Pass aufgehängt, das muss reichen. Da schreibt noch jemand, Lautstärke passt, da bin ich sehr froh. Könnte nicht besser sein, der Ton. Ja, ich habe sehr Freude an diesem Mikrofon da oben, das ist wirklich super praktisch, tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Ist nicht sonderlich bekannt so in YouTuber-Kreisen, weil es halt mit Oktava nicht die schillerndste und trendigste Marke ist. Aber so unter Mikrofon-Kennern sehr beliebt. Die waren mal in Amerika, so in der Indie-Musik-Szene, sehr beliebt. Aber dann hat, glaube ich, der Distributor in Amerika hat aufgehört und dann sind sie ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ganz tolle Mikrofone. Tasak 06 wüsste gerne meine Meinung zum 14 Zoll MacBook Pro. Ich hab's nicht, ich hatte es noch nie in der Hand. Halt, Korrektur, ich hatte es in der Hand. Jean-Claude hatte es, glaube ich, dabei, als er dafür unsere Weihnachtssendung zu Besuch war. Mein Problem mit so kleinen Laptops ist, ich mag das iPad einfach lieber. Ich mag das 16 Zoll MacBook Pro, nicht zuletzt darum so, weil es einfach kein iPad in der Größe gibt. Das ist der Grund. Dann schreibt, wobei 3 Kamera ist etwas dekadent. Schreibt er, und eine Kamera hat kein Clean HDMI. Ja, alles mit HDMI ist eh ärgerlich. Die dritte Kamera, die er meint, ist die hier. Jetzt muss ich schauen, dass ich genau da reinspreche und meinen Kopf vermutlich noch etwas nach hinten bewege. Ich muss da mal schnell OBS aufmachen, dass ich genau sehe, wo ich bin. Das hier ist ein bisschen ein Experiment meinerseits. Ist das halbwegs? Ich muss die Blende noch ein bisschen weiter zumachen. Moment. Jetzt ist ziemlich gut. Was ihr hier seht, ist meine uralte Sony A7 mit dem manuellen Zeiss Sonar-Objektiv, was eigentlich für die Leica M gemacht ist. Ich habe die Kamera wieder hervorgeholt, als es um die Leica M ging. Das ist so meine Leica M für Arme und jetzt dachte ich heute, schau mal, wie das mit Video und Livestream von der Kamera ist. Die ist eigentlich für Video überhaupt nicht geeignet, ein manuelles Objektiv auch nicht, aber ich habe es jetzt mal angeschraubt, um zu schauen, wie es aussieht. Das ist eigentlich mehr ein Test für mich. Aber ganz lustige Kamera, hat sich auch sehr gut gehalten. Und immer noch die schönste A7 von allen. So wie auf die andere Kamera, da muss ich nicht so konzentriert dann nach oben gucken. Kein Armband-Unboxing, meint Mr. Fondue oder Mac Fondue. Nein, ich habe gerade kein Armband hier. Was ich mir schon lange mal anschauen sollte, sind die Bandbreite-Armbänder. Da schaue ich mir dieses eine aus Segeltuch die ganze Zeit an. Aber ich habe mich bis jetzt noch nicht überwinden können, Geld auszugeben. Muss ich dann vielleicht mal. Leo schreibt, YouTuber irgendwo in St. Gallen hat sich während eines Unboxings geschnitten. Notruf, bitte helfen Sie. So weit kommt es noch. Aber vielleicht wirklich keine schlechte Idee, künftig die Unboxings nur noch live zu machen. Dann, falls irgendwie was wirklich schief geht, habe ich ganz viele Zeugen und Leute, die Hilfe rufen können. Oder eben, falls ich es kaputt mache, können sie sagen, Raphael hat das seriös ausgepackt. Er hat sich wirklich Mühe gegeben und sich vorbereitet, wenn es denn stimmen würde. Zufällig ein iPad in der Hand. Ja, ich habe immer ein iPad zur Hand. F-Tech meint, ich muss YouTube Live auch mal ausprobieren. Glaubst du, dass mein altes Windows-Laptop noch packt, wenn ich nur den Bildschirm zeige?
Ich bin lausiger Experte für YouTube Live. Ich habe das jetzt genau 4-mal ausprobiert. Das ist jetzt das 4. Mal. Und diesmal habe ich mir die Mühe gemacht, Tutorials zu schauen, was das mit diesen Stream-Keys auf sich hat, wie das mit OBS funktioniert und alles. Ich glaube, jetzt habe ich es halbwegs im Griff, aber ich muss mir das danach auch nochmal in Ruhe anschauen. Da gibt es so viele Profi-Funktionen, die man einstellen kann in diesem OBS. Es ist schrecklich. Das ist nicht einfach Plug and Play und es läuft. Aber ich vermute, wenn man nicht allzu hohe Einstellungen wählt, nicht in 4K streamt, was ich ja auch nicht mache, ich habe ja nur 1080, was ja eigentlich reichen müsste. Bei einem der letzten Streams hat mal jemand gefragt, warum es 720 ist und ich war überrascht, warum ist es denn 720? Ich hatte doch 1080 eingestellt. Nein, hatte ich eben nicht, weil einer dieser Stream-Keys ein Variabler war und das ist mühsam, fast so ärgerlich wie HDMI. Schreckliches Gerät, meint Desion. Ich vermute, er meint das hier. Oh, übrigens, jetzt sieht man es. Das ist ganz cool gemacht. Unten hat es ja diese Treppenstufe. Ich muss da mal schnell die Zeigekamera aktivieren. Unten hat es diese Treppenstufe. Also das Gerät ist dicker, als es auf den ersten Blick ausschaut. Es schaut eigentlich aus wie ein Deckel und zwei Laptop-Boden. Der eine ist einfach ein bisschen nach innen versetzt, dass man es nicht so gut sieht. Hat Microsoft schlau gemacht. Aber das nutzen sie auch als Ladefunktion für den Stift. Den kann man da einfach so runter flippen und dann hält er und wird geladen. Noch lustiger ist es, wenn das Laptop auf dem Tisch steht. Ich muss das mal vorführen. So. Dann schiebt man den Stift einfach hin und jetzt hat er da, wups, so und dann ist er drin. Ja, wirklich sehr lustig gemacht. Aber ich lege es jetzt auch wieder weg. Nicht, dass ich dem Desion noch den Abend verderbe mit dem Gerät, was er nicht mag. Diese Hülle wäre mir um einiges zu umständlich, meint Ike. Ja, ich finde sie ehrlich gesagt auch ein bisschen umständlich. Wir haben sie noch gar nie zugeklappt, ehrlich gesagt. Ja, hier lese ich immer die Kommentare mit. Aber so ist es relativ wuchtig verpackt. So als Kinderhülle fände ich es vielleicht noch sinnvoll, ehrlich gesagt. Aber wer gibt Kindern schon ein großes 12 Zoll iPad in die Hand? Nein, so blöd bin nicht mal ich mit den vielen iPads um mich rum. So. Komm wieder zurück. So. Macht das iPad zu einem Klotz? Ja, finde ich auch. Magic Keyboard macht das iPad auch zu einem Klotz, aber das Magic Keyboard hat einfach so viele Zusatzfunktionen, dass ich finde, ist es mehr als wert. Unbox Vision schreibt, Moft ist einfach cool. Ja, ich finde, Moft macht wirklich sehr schlaue, so Origami-Sachen. Die sind immer, ja, noch eine Spur minimalistischer. Das hier ist einfach so ein bisschen, mach alles rein, was du kannst. Und Moft überlegt sich wirklich was, was können wir weglassen, wie kriegen wir es minimal hin. Was ich zum Beispiel heute gemacht habe, ist, ich habe das neue Video von Malte Kirchner, habe ich einfach, wo muss ich hinstellen, hier, habe ich einfach so geguckt, weil ich, alle anderen Computer waren mit was anderem beschäftigt und habe ich es einfach auf dem iPhone schnell geguckt und da kannst du eben mit diesem Portemonnaie-Dings, kannst du einfach schnell einen Ständer machen oder du kannst es auch einfach so hinstellen. Ich bin wirklich großer Fan geworden dieses Moft-Portemonnaies. Ich ziehe es dem Apple-Portemonnaie um Welten vor. Ja, es hat diese Warnfunktion nicht, dass wenn es weg ist, aber das ist mir total Schnurz, weil ich habe es noch nie verloren. Auch das letztjährige Apple-Ding hatte das ja auch nicht, die Warnfunktion. Nein, das hier ist meine große Empfehlung. Aber jetzt muss ich die Identitätskarte wieder reinmachen. Nicht, dass ich die hier im Büro liegen lasse und dann ohne Zertifikat irgendwo strande. Das wollen wir nicht. Ah, jemand, Claudio fragt, wie ist es mit dem Stift drauf zu schreiben auf dem, wie faltet man es eigentlich richtig zusammen, wenn man es so drunter legen will, so vielleicht. Probieren wir einfach schnell aus. Jetzt haben wir auch ein Problem, wie kriegt man den Stift da wieder einigermaßen elegant raus. Ah, so geht's. Jetzt, wo ich draufschreibe, realisiere ich gerade, dass das Bild dieser Kamera verkehrt rum ist. So müsste es natürlich für euch Hallo ausschauen. Ich muss das Bild dieser Kamera mal noch drehen. Mache ich immer bei Videos nachträglich. So, jetzt da Stift wieder rein.
Ah, jetzt habe ich es raus. So. Ja, etwas wuchtig, etwas schwierig, aber erfüllt den Zweck, da die Hülle. Der Fokus ist eher auf dem iPad als auf deinem Gesicht, schreibt jemand. Ich kann dieses Phänomen soeben erklären. Das kann vorkommen. Der Sony-Algorithmus hält hin und wieder das hier für eine Kamera, für ein Gesicht. Gerade wenn man Gesichtserkennung aktiviert hat, was ich jetzt glaube. Jetzt sollte es zuverlässiger sein. Danke für den Hinweis. Jetzt ist es besser. Aber hin und wieder springt die Gesichtserkennung dann. Sony-Kameras haben ja die Augenerkennung von dem auf das da, weil es das für Augen hält. Da muss ich hin und wieder schauen, dass ich das iPad immer irgendwie so im Bild platziere, dass es da nicht drauf hüpft. Ja, jetzt ist der Fokus besser. Danke vielmals für den Hinweis. Ich habe vorhin ein Foto gemacht oder ein Video schnell, wo ich die Gesichtserkennung deaktivieren musste und jetzt habe ich sie nicht wieder eingeschaltet. So. Dann schreibt Mini Klangwunder. Ja, noch eben danke an Stefan, der das mit dem Fokus bemerkt hat. Das hätte mich sehr gewurmt nachträglich, wenn ich es nicht gesehen hätte. Übrigens schreibt Mini Klangwunder, übrigens, habe ich unter anderem wegen deines Videos zur ZVE 10 gewechselt. Nutzt du das eigentlich weiterhin? Die ZVE 10? Nein, nutze ich nicht, weil die habe ich ja nur ausgeborgt und getestet. Aber ich war neulich sehr kurz davor, mir wieder eine zu kaufen, weil es so praktisch gewesen wäre, noch eine zusätzliche Kamera mehr zu haben. Aber ich habe dann einfach das iPhone genommen, hat natürlich auch gereicht und war deutlich billiger. Aber ZVE 10 mag ich weiterhin, ich finde es immer noch großartig. Der Kollege Lorenz Keller hat zum Beispiel eine und ist auch immer noch sehr zufrieden damit. Ich habe neulich gelesen, Sony hätte die Produktion eingestellt, weil wegen der Chip-Krise sind sie ein bisschen klamm an Chips und konzentrieren sich jetzt lieber auf die Kameras, mit denen sie richtig viel Geld verdienen. Namentlich natürlich die A7 IV, die halt Vollformat ist, 3000 Franken Euro kostet und ja ein Wunderding ist, aber halt auch sehr teuer, aber viel Gewinn macht. Trader Joe meint, ja, das Studio, was ich mir von Apple wünschen würde. Ja, ich wünschte mir auch, Apple wäre ein bisschen mutiger mit den Laptops. Aber nachdem sie ja die letzten Jahre sich ein bisschen verrannt hatten, sind sie jetzt vermutlich ein bisschen übervorsichtig. Aber dafür muss man ja wirklich sagen, das neue MacBook Pro, das aktuelle MacBook Air, sind wirklich unglaublich gute Laptops, ohne große Nachteile, aber halt auch nicht wahnsinnig innovativ. Einfach, das ist ein Laptop und genau das macht es und das macht es super. Bin übrigens sehr gespannt auf das neue MacBook Air, was da ja möglicherweise schon diesen Frühling kommt. Gespannt, was sie daran ändern, außer den Farben natürlich. Aktuell ja schon ein super Laptop, super Preis-Leistungs-Verhältnis. Mal schauen, in welche Richtung es weitergeht mit dem MacBook Air. Ah, da schreibt Stefan nochmal, der Fokus passt nicht. Ja, danke Stefan. Ich komme erst langsam nachlesen. Ich muss mir irgend so eine Funktion überlegen, wie man in YouTube-Chats Informationen zu Fokus und Bildqualität sofort rot blinken lässt, dass ich die immer von Weitem schon sehe. Oliver fragt, ob ich mal eine Bridge-Tastatur getestet habe. Ich habe mal eine... Hatte mal jemand eine dabei oder habe ich sie in einem Laden gesehen? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war an einem Apple-Event. Da hatte jemand eine dabei und ich war schockiert, wie schlecht dieses Scharnier hinten ist. Ich glaube, inzwischen sind sie besser geworden, aber ich habe mir nie eine gekauft. Hat mich irgendwie nie überzeugt bis jetzt. Und dann kam ja das Magic Keyboard und das Problem war eh hinfällig. Swissberry fragt, ob ich krank sei. Nein, ich sehe immer so aus. Aber ich hatte heute einen ziemlich langen Tag, weil in der Schweiz hat sich herausgestellt, dass die Datenbank für Organspender nicht wirklich sicher war. Man konnte zum Beispiel auch seinen Nachbar oder andere Menschen da eintragen, obwohl sie das nicht wollten oder wussten. Und ja, da musste halt auch ich meinen Teil dazu beitragen und erklären, wie das mit Sicherheit von Webdiensten ist und dass es keine absolute Sicherheit gibt und was jetzt in dem Fall die Probleme waren.
Ja, ich habe heute schon ziemlich lange im Bildschirm geguckt, aber das weiß man halt im Voraus nicht. So. Microsoft hat letztens, ja gestern, Activision und andere gekauft. Irgendwie kaufen die alle großen Spielehersteller. Ja, ich fand es ja lustig, dass alle da immer mit diesem Metaverse kamen. Oh, Microsoft macht sich parat fürs Metaverse. Ich glaube, da geht es einfach schlicht und einfach darum, mehr Geld zu verdienen. Die Spielebranche ist halt lukrativ und da braucht es gar kein Metaverse und tralala rumdum. Nein, ne? Das Game-Geschäft ist hochgradig lukrativ und ja, wie in fast allen Geschäften, der größte gewinnt halt. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Activision Blizzard aktuell nicht wahnsinnig teuer war im Vergleich zu dem, was sie eigentlich wert wären, weil sie sich ja da ein bisschen eigen- oder selbstgemachte, hausgemachte Probleme geschaffen haben. Ja, vermutlich, also ich hätte keine Lust gehabt, die Firma zu kaufen und da auszumisten. Aber Microsoft plant natürlich viel langfristiger, als ich das je würde. Und daher macht das schon Sinn, denke ich. Kann man sich eigentlich an einem Schweizer Taschenmesser verletzen? Hier in Deutschland werden die stumpf ausgeliefert. Verletzungsgefahr sonst zu hoch. Was? Wer hat das geschrieben? Das habe ich schon wieder. Carsten Klein hat das geschrieben. Das war ein Witz, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass da Taschenmesser stumpf ausgeliefert werden. Also das hier, das habe ich schon jahrelang, hat sogar eine Gravur oben, aber die kann man fast nicht lesen. Da steht noch drauf, Messermeister St. Gann, ist schon ziemlich zerkratzt, das Ding. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das Messer schon habe, das habe ich ewig dabei. Das auch mal in einem Flugzeug vorne mitgeflogen, offensichtlich vor 9-11. Ja, da haben sie jeweils die Messer und so, haben sie einfach beim Piloten vorne mitfliegen lassen und dann konnte man es dann an der Zieldestination wieder abholen. Heute auch undenkbar. Heute fliegt das am Flughafen in diesen Container rein und weg ist es. Darum muss ich höllisch aufpassen, wenn ich dann irgendwann wieder fliegen werde, dass ich das nicht verliere. So. Simon Kobe fragt, denkst du, dass die aktuellen Apple Watch-Armbänder noch zur kommenden Series 8 passen wird? Interessiert mich, weil ja ein neues Design vorgesehen ist. Nun, das mit dem neuen Design haben wir letztes Jahr schon geglaubt und wurde nix. Also von daher, ich wäre mir da nicht allzu sicher, dass ein neues Design kommt. Was ich mir vorstellen kann, ich habe ja ein bisschen hochtrabend gesagt, die Series 7 ist die Perfektion des ursprünglichen Designs. Was Hersteller dann machen, wenn sie irgendwas perfekt haben, das behalten sie. Das nennen sie dann vielleicht Classic oder Apple Watch, einfach Apple Watch weiterhin. Aber dass sie halt vielleicht noch diversifizieren, dass es ein Sportmodell gibt, was ein bisschen kantiger ist, ein günstigeres Modell, was dann aus Plastik ist, irgend sowas kann ich mir vorstellen. Aber Apple weiß sehr wohl um den Wert dieser Armbänder und dieses Armschlusses. Ich erkläre es immer mit den Druckerherstellern. Ich wette, Apple plant die Apple Watch wie Druckerhersteller ihre Drucker um Druckerpatronen, plant Apple ihre Uhren um die Armbänder rum. Garantieren kann ich es freilich nicht, aber ich werde mir dieses Jahr sicher noch das eine oder andere Armband kaufen und ich mache mir keine Sorgen, dass die dann irgendwann ausgeleiert oder nicht ausgeleiert zum alten Eisen gehören, weil sie dann halt nicht mehr passen. Aber ja, mal schauen. Irgendwann kommt vielleicht dann doch eine runde Apple Watch und dann ist es halt soweit. Aber oder es kommen halt die Smart-Armbänder, von denen man ja immer wieder Patente sieht. Also die Armbänder, die halt selber Sensoren drin haben und solche Sachen. Aber da müsste dann die Apple Watch auch wieder einen Anschluss haben, dass diese Armbänder sich irgendwie damit verbinden. Und das ist ja gerade auch mit Series 7 passiert, dass ja dieser Wartungsport, dieser winzige Port da unten, wenn man das Armband rausnimmt, ist ja jetzt auch weg. Also, ja, mal schauen, was da noch geht. Aber ich würde mir jetzt keine Sorgen machen. Oh, da haben so viele Leute geschrieben wegen dem Fokus und ich habe es nicht gesehen, weil es einfach so viel schon wieder ist. Aber inzwischen haben wir es ja zum Glück. So. Erwartungen fürs nächste iPad Pro. Oh ja, das kann ich aus dem Stegreif. Ich möchte, dass die Videokamera, die Selfie-Kamera, nicht mehr auf der Seite ist, sondern oben in der Mitte, wo sie hingehört. Ich möchte, dass das Logo hinten drauf auch gedreht wird, dass das iPad endlich als Querformat-Gerät First
entwickelt wird. Würde absolut Sinn machen. Dann möchte ich mehr Anschlüsse. Ich fände es zum Beispiel großartig, wenn es denselben MagSafe-Anschluss kriegen würde. Nein, nicht der runde, wie bei den iPhones oder so. Ich möchte den, der das MacBook Pro hat. Ja, den dünnen, dass man es so laden kann. Ich will da nicht hinten irgendwo so eine Scheibe ranmachen müssen oder so. Nein, ich will auf der Kante einen MagSafe-Anschluss haben und dazu noch den Thunderbolt-Anschluss. Oder natürlich noch lieber zwei Thunderbolt-Anschlüsse. Dann hätte ich gerne, dass das kleine, das 11er, auch das Mini-LED-Display kriegt. War ja ein bisschen schade, dass es nur das große hatte. Und ansonsten hardwaremäßig nicht mehr viele Wünsche. Software könnte ich natürlich jetzt stundenlang. Also endlich richtig Multitasking, externe Bildschirme, Benutzerkonten, Profi-Apps wie Final Cut, das wäre großartig. Ich bin jetzt ein bisschen auf den Geschmack von Final Cut gekommen, dank den Tests da des Macs und des Mac Mini, den ich mir ja gekauft habe. Über den läuft jetzt übrigens dieser Stream hier. Oh, da haben so Leute, viele Leute Fokus geschrieben, Jakaramba. So. Welche GPU hat das Surface Studio? Oh, das muss ich nachschauen. Es hat auf jeden Fall 16 GB RAM drin. Ja, Bildschirmheller. Einstellungen. System. Übrigens was Großartiges, was jetzt eigentlich nicht viel Sinn macht, wenn ich es euch zeige, ist das Trackpad am Surface Studio und die Tastatur. Tastaturen macht Microsoft eh schon ewig unglaublich gute, aber die hier ist wirklich unglaublich angenehm drauf zu schreiben. Besser noch als beim MacBook Pro und da ist sie schon gut. Also mal schnell schauen, wo finden wir das jetzt raus? System müsste man, gibt's auch, kann man doch irgendwo nachschauen, was da drin ist. Info, Gerätespezifikationen. Bla bla bla. Also ist ein 11. Generation Core i5, 11300H, 16 GB RAM. Wo steht was zur Grafikkarte? Das verstecken Sie. Na, das finde ich dann für den Test raus, sonst müssen wir jetzt da nicht zusammen in den Specs rumsuchen. Sorry Johannes, ich habe es nicht rausgefunden. Kiri fragt, kannst du Skifahren? Ja, ich konnte es mal und das ziemlich schnell, nicht wahnsinnig gut, aber ziemlich schnell und relativ sicher. Aber ich bin jetzt schon ewig nicht mehr fahren gegangen. Wir haben kein Auto und mit dem öffentlichen Verkehr Skifahren, ah, das ist ein bisschen mühsam. Also ich habe auch ewig keine eigenen Ski mehr besessen. Ich habe dann immer gemietet, das war auch toll. Dann konnte man sich da jeweils so Rennski mieten und die wären natürlich viel zu teuer gewesen, um die zu kaufen, aber wenn man sie so für ein, zwei Tage gemietet hat, war das durchaus möglich und ja, das war schon cool. Aber vermisse ich es? Nö. So, Norge bestellt sich das Octava. Ja, unbedingt, das, es heißt irgendwie das Movie Set oder so. Da ist eigentlich alles drin, was ich habe. Ich kann es sonst mal noch irgendwo hinschreiben. Aber da musst du mich nochmal dran erinnern, irgendwo in einem Kommentar oder so. Dann kann ich dir exakt sagen, welches es ist. MC Brawl sagt, apropos Jean-Claude, ich höre seit letztem Apfelfunk. Du hörst seit letztem... Ah, du verfolgst diesen Kanal seit letztem Apfelfunk. Ja, dann hallo. Ja, der Apfelfunk ist ja eine großartige Bereicherung meines Alltags. Ich höre den ja sehr gerne und amüsiere mich ja immer. Hin und wieder schreiben mir Leute, ob ich nicht beleidigt sei, wenn sie sich ständig lustig machen. Nein, im Gegenteil, ich finde es ja großartig. Ich bin beleidigt, wenn sie sich nicht lustig machen über mich. Das dann langweile ich mich. Nein, sie sind ja auch so unterhaltsam genug. So. Glaubst du, dass mein altes Laptop... Ah, das haben wir schon. Wann testest du ein Smartphone mit dem Snapdragon 8 Generation 1? Ich vermute, das wird dann wohl... Na, wo steckt der wohl als erstes drin? Das neue Galaxy, was ja vermutlich irgendwann Februar rumkommt, wird ja dann wohl irgendwie Exynos drin haben, vermute ich mal.
Ich könnte mir vorstellen, dass es dann das neue Oppo ist. Keine Ahnung, wann das kommt. Vielleicht Februar, März rum. Das Oppo Find X, was wäre es, 4 oder 5 wäre jetzt eigentlich an der Reihe. Da sind die Specs geleakt. Ich glaube, da stand sogar genau, dass es dieser Snapdragon ist. Da bin ich gespannt. Aber ich bin ein lausiger Benchmarker von Prozessoren in Smartphones, weil mir reicht eigentlich alles, was schon drin ist. Und ich bin auch kein großer Fan von diesen Benchmark-Programmen, die da so Zahlen ausspucken. Ja, mich interessiert mehr, wie ist es im Alltag? Fühlt es sich schnell an? Merkt man einen Unterschied? Aber merkt man eigentlich meistens nicht mehr. Mario fragt, was ist das genau für ein Objektiv? Er meint vermutlich das hier, das Schwierige, wo ich wieder nach hinten lehnen muss. Das ist ein Zeiss Sonar mit M-Bajonett. Das ganz ein altes Objektivdesign, was aber immer noch gebaut wird, von Zeiss für die Leica M gebaut. Und es ist ein bisschen ein schwieriges Objektiv, weil man nicht näher ran kann. Also so ein halber Meter ist das Maximum, ist ein 50 mm. Ich habe da sehr viel Freude daran. Ich fotografiere sehr gerne damit. Für Videos ist es so ein bisschen, ja. Lustig, seht ihr auch dieses Quadrat, was da noch mitschwimmt? Das war das, was er gemeint hat mit Clean HDMI. Genau das hätte ich raus. Das zeigt jetzt irgendwie an. Naja, aber das war eh nur ein Test für mich, ehrlich gesagt. Das da ist viel praktischer. Das da ist das Sony 24 mm G-Master Objektiv. Das ist ein unglaublich gutes Objektiv. Auch nicht billig, aber mein Allzweckobjektiv. Luis fragt, was ist besser, die Schweiz oder Deutschland? Da kann ich nur sagen, Österreich. Apathisch fragt auch noch nach der Qualität des Moft-Portemonnaies. Ich finde es großartig, hat super gealtert, sieht aus wie am ersten Tag, wirklich ganz hochwertig, dieses Kunstleder, was sie da verwenden. Tim Ole fragt nach den zwei Uhren. Das beantworte ich immer sehr gerne. Ich bin großer Uhrenfan, schon seit klein auf. In der Schule habe ich Uhrenmagazine gelesen und schon damals hatte ich einfach sehr viel Freude an Uhren mit Zahnrädchen und Uhren halt mit Chips drin. Und da ich zwei Arme habe, habe ich einfach immer beides getragen. Früher meistens eine mechanische Uhr und eine Casio, irgendeine große G-Shock oder sowas. Und dann kamen die Smartwatches, da habe ich. Ja, die Galaxy Gear habe ich natürlich lange getragen, die allererste. Dann die folgenden Galaxy Gears. Damals Samsung noch überhaupt nicht wusste, wie es weitergeht mit diesen Smartwatches. Sie hatten einfach mal eine und wussten nicht so recht, welches Design und haben da rumprobiert und rumprobiert. Die Sony Smartwatch hatte ich auch und ja, dann kam die Apple Watch und dann war es eigentlich gelaufen. Und da bin ich ja dann auch zum iPhone gewechselt. Vorher hatte ich immer Android-Handys, aber. Bis jetzt hat mich noch keine andere Smartwatch von der Apple Watch weggelockt. Aber auf eine mechanische Uhr möchte ich auch nicht verzichten. Also darum trage ich immer beide. Wie gespannt bist du auf Apple 2022? Sehr. Was mich am meisten Wunder nimmt, ist eigentlich eher so im Softwarebereich. iPadOS, da verspreche ich mir wirklich sehr, sehr viel, dass da jetzt endlich ein großer Sprung kommt. War ja damals auch schon so, als das erste iPad Pro ohne Home-Knopf kam, damals 2018, war die Software ja noch nirgends. Apple hatte da iPadOS zwar schon ja, ziemlich fertig, aber es war halt nicht rechtzeitig fertig und es kam dann erst im Sommer drauf. Ich hoffe sehr, dass es diesmal wieder ähnlich ist, dass erst halt das tolle iPad Pro mit M1-Prozessor kam und die passende Software dann halt im Sommer. Da ist natürlich meine ganz, ganz große Hoffnung. Dann hoffe ich auf Verbesserungen rund um die HomePods. Ich bin ein großer Fan des großen HomePod. Ich habe mir zwei davon damals noch gekauft. In der Schweiz gibt es sie ja offiziell nicht und da musste man sie halt über Import kaufen, aber das geht auch problemlos. Und ich finde die großartig und ich hoffe, Apple macht da mal wieder was, dass es ein bisschen in die Gänge kommt. Dann hoffe ich, Siri wird endlich ein bisschen schlauer. Beim iPhone, da wünschte ich mir natürlich, wünsche ich mir jedes Jahr USB-C. Gerade jetzt, wo ich sehr viel damit filme, ist es einfach doof, das danach mit AirDrop zu übertragen. Das dauert ewig, das ist einfach so langsam und über Lightning geht es auch nicht wirklich. Also beim iPhone Pro, einen Pro-Anschluss würde ich sehr begrüßen, aber ja, darauf wetten würde ich nicht. Bei der Apple Watch,
Ja, eben die Diversifikation, die wir vorher hatten, auf die bin ich gespannt, ehrlich gesagt, was da kommt. Wunderbare neue Gesundheitssensoren, glaube ich auch nicht. Soviel ich weiß, ist Temperatursensoren in Uhren, macht die Uhr zu einem Medical Device und da muss man es anders lizenzieren, was alles mühsam ist und dauert. Blutdruck habe ich neulich getestet. Habe ich es noch rumliegen? Ich habe. Habe ich für eine Tagesanzeige getestet. Da dieses kleine Bändelchen. Die Galaxy Watch 4 kann es ja auch Blutdruck messen, aber da braucht man immer eine Manschette dazu, um es zu eichen. Und da ist alles relativ mühsam und kompliziert. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass Apple da noch wartet, bis sie das wirklich ohne Manschette und viel einfacher können. Und Blutzucker sowieso, das dauert noch, da bin ich überzeugt, das dauert noch ziemlich lange, bis das in die Uhr kommt. Ich würde sogar sagen, das kommt näher an 2030 als an heute. Also da muss man sich leider noch ein bisschen gedulden. Wann kommt ein Apple Foldable? Da würde ich auch sagen, nicht vor 2025. Und ich wäre dann auch nicht überrascht, wenn es nicht ein iPhone, sondern ein iPad wäre. Glaubst du, dass ein großes iPad kommt? Ich fände es großartig, aber ich bin mir nicht so sicher. Weil ein großes iPad würde ja dann auch entsprechendes Zubehör verlangen, dass man es irgendwie als Desktop oder so nutzen könnte. Halt ein Magic Desktop oder ein Magic Stand oder so, nebst dem Magic Keyboard. Aber Samsung hat ja schon ein großes Galaxy Tab S irgendwas in der Mache. Sind gerade gestern oder heute Bilder geleakt, das ist dann, glaube ich, ein 14-Zoll-Ding. Das ist schon cool. So als Arbeitsgerät, ich fände es großartig. Ich habe ja gesagt, ich mag das Surface Studio von Microsoft, das ganz große Touchscreen-Ding, was man so runterziehen kann. Sowas mit iPadOS drauf wäre schon toll. Aber ich lasse mich gerne überraschen, aber ich glaube nicht, dass das schon jetzt der Fall ist. Was hältst du von dem Oura-Ring? Der Preis schreckt mich ehrlich gesagt ab. Mich auch. Und ich habe auch Zweifel, ob so ein kleines Gerät wirklich so viel Mehrwert bringt. Zumal ich ja eben die Apple Watch eh ständig trage. Also ich trage sie auch in der Nacht. Da ist ein Ring nicht so ideal. Zudem bin ich nicht so ein Ring-Fan, ehrlich gesagt. Ich tue mich da immer ein bisschen schwer mit Sachen an den Fingern. Ich habe überhaupt kein Problem, 24/7 zwei Uhren zu tragen, aber Ringe sind schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wann backst du wieder mal ein Brot? Das Problem ist ein bisschen, meine guten Brotrezepte sind durch. Ich habe ja eigentlich kann ich ja nur Brioche, Gritti Benz, Zopf, Hamburger Brötchen, was alles dasselbe ist, nämlich da mein Gritti Benz Rezept. Und dann habe ich halt im Lockdown jetzt ein zweites Rezept gelernt, oder entwickelt und vereinfacht dieses Plörre-Rührbrot. Und jetzt bin ich ein bisschen ausgeschossen, was Rezepte angeht. Gut, Pizzateig könnte ich noch, habe ich mal gesagt. Aber das machen wir dann vielleicht lieber mal im Sommer, wenn man auch zeigen kann, wie man das dann auf dem Grill macht und so. Das ist schon noch lecker. Was ich mir aber vorgenommen habe, was ich unbedingt mal zeigen möchte, ist meine vegetarische Bolognese-Soße. Ja, auch die habe ich über die Jahre so weit reduziert, dass am Schluss das Fleisch rausgefallen ist, weil es das einfach nicht mehr gebraucht hat. Das könnte ich mal vorführen. Guter Punkt. Vielen Dank, Petra war's. MC Brawl fragt, soll man aufs neue iPad warten oder jetzt noch kaufen? Ah, das ist immer tricky. Vor allem beim iPad Pro sah es ja eigentlich immer so aus, als würde es alle anderthalb Jahre ersetzt, aber jetzt kam ja, sind sie anscheinend auf dem Einjahresrhythmus und das ist ganz schwierig vorauszusagen. Prinzipiell kann man sagen, beim iPad kann man eigentlich so falsch nicht liegen, wenn man es sofort kauft. Ich nutze jeden Tag immer noch mein 2018er 11 Zoll iPad Pro und finde es jeden Tag immer noch gut. Also ich habe den Kauf nie bereut. Bereut habe ich damals ein bisschen den Kauf des iPad 3, was ich mir im Sommer gekauft habe, nachdem es im Frühling angekündigt wurde und im Herbst kam dann schon das iPad 4. Aber so nah aufeinander sind eigentlich nie zwei iPad-Modelle vorgestellt worden, derselben Reihe. Inzwischen hat das iPad ja auch diversifiziert und das ist alles ein bisschen schwieriger. Aber jetzt sieht es momentan vor allem so aus, als käme demnächst ein neues iPad Air. Da bin ich gespannt, was da dann neu ist. Vermutlich einfach die Center Stage Kamera, die Kamera, die da einem folgt, wenn man so hin und her wackelt. Und
Ja, vermutlich noch ein neuerer Prozessor, aber sonst wohl kein Wunder-iPad. Aber mal schauen. Aber das sieht schon so aus, als käme das vielleicht im Frühling zusammen mit dem iPhone SE. Ob dann schon das neue iPad Pro kommt? Ich würde nicht drauf wetten. Also ich würde nicht allzu lange warten, wenn man es jetzt dringend braucht. Wenn man es nicht dringend braucht, ja, dann kann man locker warten. Hast du mal wieder eine Geschäftsreise vor? Nein, ich habe keine Geschäftsreisen vor. Ein paar Kollegen fahren jetzt nach Barcelona an diesen Mobile World Congress, aber ich glaube, da läuft überhaupt nichts, da muss man wirklich nicht dabei sein. Und sonst ist ja der Kollege Lorenz Keller dort und kann uns dann berichten. Wie hast du das Samsung S22 testen? Oh ja, vorzugsweise das Ultra, was dann kommt. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Wann haben sie gesagt, kommt's? Oder sie haben es noch gar nicht offiziell gesagt, irgendwie. Die Leaks sagen, irgendwann Anfang Februar, habe ich gemeint, 8. Februar rum oder sowas. Kommt auch ein Video dazu? Ja, unbedingt. Ich habe mir letztens ein iPad Pro 12.9 gekauft und das Teil ist echt nicht mehr handlich, schreibt DC. Und ja, das ist es. Das ist das Problem am Kauf des iPad Pro. Das 12.9er oder wir können es auch 13er nehmen, ist das ideale Arbeits-iPad. Ein super Laptop-Ersatz. Auf dem Sofa finde ich es auch zu groß. Ich habe ganz viele Hüllen schon durchprobiert und ohne Hülle. Für ein Sofa-Tablet ist es zu groß. Da ist einfach das 11er viel besser. Dafür ist das 11er halt nicht so groß und nicht so ein ideales Arbeitsgerät. Ich finde es eine der schwierigsten, vermutlich sogar die schwierigste Entscheidung im Apple-Kosmos. Will man jetzt das 11er Pro oder das 12.9er? Das ist ja, am Schluss ist man immer ein bisschen unzufrieden. Wohnst du in Zürich? Nein, habe ich mal. Ich wohne in St. Gallen. Meine Güte, ich hänge mit den Kommentaren ja unglaublich hinterher, merke ich gerade. Ich bin mit den Kommentaren bin ich auf Stand 20.51 Uhr und es ist ja schon 21.18 Uhr. Meine Güte. Ich muss vorwärts machen. Das Oppo-Smartphone ist auch gut, ja, finde ich auch. Harlekin grüßt aus Sachsen und fragt nach dem iPhone SE. Da bin ich auch sehr gespannt, aber ich glaube, das wird einfach genauso aussehen wie das alte SE. Das klassische iPhone-Design mit dem Knopf. Für alle Knopffans und ich denke, die größte Neuerung wird einfach 5G sein, dass sie das da auch drin haben. Sicher ein unglaublich preiswertes Gerät, super empfehlenswert, aber jetzt Technikfans auf YouTube wird es nicht aus den Socken hauen. Ah, da hat jemand noch eine Sony ZVE 10 gefunden. Ja, es sind schon noch welche unterwegs. Auch die A7C läuft anscheinend aus. Bei Digitec, dem Schweizer Amazon, haben sie schon nicht mehr. Bei Brack, dem anderen Schweizer Amazon, hat es noch welche gehabt neulich. Sie haben sie sogar ganz kurz verramscht, aber dann sind sie sofort wieder im Preis nach oben gespickt. Grüße aus Zagreb. Ja, hallo nach Zagreb. Grüße aus Österreich. Ja, da winke ich einfach da rüber. Da hinten ist ziemlich schnell Österreich. Ich würde mir gerne ein Tablet mit Stift und Tastatur zulegen für Notizen während meiner Matura-Kurse und später zum Studieren. Würde da etwas gegen das Surface Go 3 sprechen oder gibt es bessere Alternativen? Ich mag das Surface Go 3, aber das Surface Go 3 ist sehr umstritten. Technikfans reklamieren immer, es sei zu schwachbrüstig, es ruckle. Ja, das tut es, aber es reicht eigentlich als Notizdings. Und wenn man es für einen guten Preis findet, ist es schon gut. Aber wenn du natürlich wirklich sparen willst, würde ich mir einfach das normale iPad mit dem Stift kaufen. Dann bist du noch ein bisschen billiger. Aber dann hast du halt nicht Windows. Die Frage ist ein bisschen, was man lieber möchte.
Da schreibt Tanja, sie habe das Brot für Faule gebacken und es habe super geschmeckt. Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich bin jedes Mal wieder überrascht, wenn ich den Teig anrühre. Denke ich mir, das kann ja nichts werden, aber es funktioniert wirklich. Und es ist einfach surreal, wie oft dieses Video geschaut wird. Also inzwischen ist es über 600.000 Mal geschaut worden. Ja, ich bin der Brotkanal mit noch ein bisschen Tech-Zeugs hinten dran, hat Malte vom Apfelfunk mal gesagt. Und er hat nicht Unrecht. Wie zufrieden bist du mit dem Samsung Frame, fragt Philipp Stachs. Ich bin sehr zufrieden damit. Ich mag die Software darauf nicht wahnsinnig. Selbst ich nutze es mit dem Apple TV, aber die Samsung-Software funkt immer mal wieder rein und verliert die Verbindung zum HDMI und so. Das könnte besser sein, aber ansonsten designmäßig. Jemand hat heute gefragt auf Twitter, welchen Fernseher er sich kaufen soll, OLED oder nicht OLED. Und ich habe gesagt, ich würde mir einfach einen Fernseher kaufen, der schön aussieht in der Wohnung. Und für die paar Minuten und Stunden, die man den Fernseher einschaltet, da so ein hässliches Ding in die Wohnung zu stellen, finde ich wirklich nicht nötig. Ich bin wirklich gespannt, wie lange sich diese Fernseher, so wie wir sie heute kennen, noch halten. Ist ja eigentlich absurd, dass wir unseren Wohnraum, der wichtigste Raum in unserer Wohnung eigentlich, anhand eines Gerätes ausrichten. Sofas sind ja dafür gebaut, dass man gut auf den Fernseher sieht und solche Sachen. Das ist doch absurd eigentlich. Jetzt mit Beamern, Smartphones und all den Sachen. Ich glaube schon, dass das ein bisschen weniger wird in Zukunft und ein bisschen dezenter. Apathisch schreibt noch, ich fand letztens die Thematik im Apfelfunk interessant, mit dem Gedanken, dass Google Schutzgeld an Apple zahlt, damit Apple keine Konkurrenz erschafft. Ja, den Gedanken finde ich auch interessant. Die Frage ist natürlich, ob Apple das könnte. Alles Geld der Welt kann nicht alles und Google hat da schon einen ziemlichen Vorsprung, wenn es um Suchmaschinen geht. Und Apple hat auch nicht wahnsinnig Lust, alles zu kopieren. Ja, sie machen jetzt auch ihr eigenes Apple TV und sowas, aber irgendwo müssen sie auch mal einen Strich ziehen. Und ja, vermutlich leben die beiden Firmen sehr gut mit diesem Kompromiss. Für die, die es nicht kennen, Google bezahlt ja Apple ja einen Milliardenbetrag, damit Google die Standard-Suchmaschine auf dem iPhone bleibt. Ist immer ein bisschen kontrovers und wird immer wieder diskutiert. Ah, da schreibt jemand, Sackmesser oder Taschenmesser, wie man es in Deutschland nennt, sind in Deutschland auch scharf. Ah, da bin ich aber beruhigt. Ich habe schon gedacht, um Himmels Willen. So, jetzt muss ich da mal... Oh. Ja, guck, Malte Kirchner ist auch da. Der im Bild kommt mir bekannt vor. Ja, mir kommt Malte Kirchner bekannt vor. F-Tech fragt, wie findest du die Idee eines Zeierschen Fanshops? Die fände ich natürlich großartig, nur seien wir ehrlich, was für Plunder sollte man da verkaufen? Und ich mag mich auch nicht um sowas kümmern, ehrlich gesagt. YouTube soll ein Hobby bleiben und daran habe ich sehr viel Spaß. Und T-Shirts mit meinem Kopf oder meinem Namen drauf muss jetzt wirklich niemand haben. Ich schaue, dass ich hier immer schwarze T-Shirts trage, das ist einfach am einfachsten und... Das Problem mit Fanshops, finde ich, ist immer, dass die Artikel dann einfach irgendwie nichts sind, was man unbedingt haben möchte. Aber wenn jemand eine goldige Idee hat, immer her damit. Jemand hatte schon mal gewitzelt, ich sollte den Zeier iPad Stand oder so machen. Ja, sowas wäre witzig, aber das ist alles viel zu viel Aufwand, seien wir ehrlich. Wann denkst du, kommen die kompletten Siri-Funktionen am HomePod in die Schweiz? Dann, wenn der HomePod offiziell in die Schweiz kommt. Und das sieht ja momentan gar nicht so schlecht aus. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wir noch dieses Jahr HomePods in der Schweiz offiziell bekommen. Hans-Peter meint, ein faltbares iPad wäre klasse. Ja, das wäre natürlich perfekt. Aber bis jetzt gibt es ja da... Lenovo hat ein bisschen sowas. Asus hat diesen Falt-Laptop und... Da bin ich sehr gespannt drauf. Microsoft hatte ja mal dieses Courier-Konzept, was dann so ein bisschen aussah wie das Surface Neo, was sie mal bringen wollten. Aber das haben sie einfach unter den Tisch gekehrt und nie wieder darüber gesprochen.
haben sie ja zusammen mit dem Surface Duo angekündigt, auch ein großes Zwei-Bildschirm-Klapp-Dings mit Windows drauf, aber kam ja nie. Aber ja, ein Klapp-iPad könnte ich mir sehr gut vorstellen. Habe ich ja damals auch gesagt beim Test des iPad Mini, das wäre eigentlich das perfekte iPad Mini oder das perfekte iPhone Pro, wenn man es da halt auch auf und zu klappen könnte. Aber ja, wie gesagt, ich würde sagen, vor 2025 müssen wir uns da keine Hoffnung machen. Machst du irgendwann einen Langzeittest für das 2021er MacBook Pro? Ja, würde ich gerne machen und mache ich vermutlich auch. Vergleichst du mal ein iPad Pro 12.9 M1 mit dem Samsung Galaxy Tab S7 Plus oder dem im Februar erscheinenden Samsung Galaxy Tab S8 oder S8 Ultra? Ja, vor allem das S8 Ultra, von dem hatten wir es vorhin ja schon. Das ist das große, was auch so eine kleine Notch offensichtlich im Bildschirm drin hat. Auf das bin ich sehr gespannt. Und wenn es um Vergleiche geht, ich teste ja immer, oder ich vergleiche ja immer alle Performance der Apple-Prozessoren anhand von LumaFusion, meiner iPad-Videoschnittsoftware. Und die soll ja auch auf Android demnächst kommen. Dann wird es natürlich spannend. Dann können wir dann wirklich 1:1 vergleichen, wie lange braucht ein Snapdragon Exynos und wie lange braucht ein M1, um das exakt selbe wie 4K-Video über mehrere Spuren zu rendern. Das wird sehr, sehr spannend. Da bin ich wirklich gespannt drauf, wie gut das dann funktioniert. Aber ich weiß gar nicht, wie weit sie schon sind mit LumaFusion und der Android-Version. Ich bin ja Beta-Tester bei LumaFusion, aber Android habe ich noch nicht gesehen. Oh, Alex Völlmer erwischt mich auf dem falschen Fuß. Die drei besten Alben des letzten Jahres. Was habe ich am... Ich höre nicht mehr ganz so viel Musik wie früher. Früher war ich ja Musikjournalist und DJ, jetzt hat das ein bisschen abgenommen. Das Jungle-Album fand ich sehr, sehr gut. Welches Album habe ich sonst noch sehr oft gehört? Ich mache ja immer Ende Jahr so eine Liste mit meinen Lieblingssongs des Jahres und dieses Jahr bin ich noch überhaupt nicht dazugekommen. Ich habe einfach eine Liste auf Spotify. Wo haben wir Songs 2021? Hier. Das St. Vincent Album war noch gut. Ah, das Graf Rees Album mochte ich. Das Modest Mouse Album mochte ich auch. Was war noch? Ah, Wet Leg, aber das war, glaube ich, nur eine EP, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, aber ich sehe schon, ich muss meine Liste mit den Lieblingssongs 2021 doch noch veröffentlichen. Hast mich überredet. Meinst du, dieses Jahr kommt ein neues iPad Pro mit OLED? Nein, mit OLED rechne ich gar nicht mehr. Ich glaube höchstens mal, dass das irgendwo in einem iPad Air oder so noch auftauchen könnte. Aber ich glaube, Apple hat sich da sehr klar festgelegt. Mini-LED und dann irgendwann Micro-LED. Aber ich lasse mich auch hier gerne eines Besseren belehren. Aber ich glaube, OLED ist eher für iPhones und Uhren und Micro-LED und Mini-LED für die größeren. Ah, da, Bedo Hamza meint, mach bloß keine Hardware-Projekte in einer Pandemie, ist eine Sau-Pain. Ja, ist auch sonst mühsam. Ich habe ja schon mal erzählt, ich habe auf Kickstarter dieses Ladedock für die AirPods Max bestellt, den Max Stand. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich den bestellt habe, aber das dauert und dauert. Ständig kommen wieder Updates, weil sie halt auch sich durch diese Pandemie mogeln müssen und schauen, dass sie da ihre Teile kriegen. Aber ich glaube, jetzt im Februar sollten die dann endlich mal ausgeliefert werden. Mal schauen, ob die AirPods Max dann noch aktuell sind. Nein, sieht ja nicht so aus, als kämen nächstens neue AirPods Max. Also von daher. Beste Schutzhülle für das iPad, fragt Tommy. Habe ich nicht so Erfahrungen damit, aber jetzt, wo du fragst, die hier ist schon nicht schlecht. Also die ist sehr wuchtig. Also da, ich lasse es jetzt nicht auf den Boden knallen, aber die schützt es schon ziemlich gut. Aber ich nutze halt keine so Schutzfolien, Schutzhüllen oder sowas. Ich passe einfach sehr gut drauf auf und schaue, dass es nicht runterfällt. Weil diese Schutzsachen, die nerven mich dann. Ich hasse es, wenn es so Schutzfolien auf Geräten drauf hat und man dann mit dem Daumen drüber kratzt und so. Das beste Taschenmesser...
fragt Tonio. Ja, die Victorinox und die Wenger-Messer sind gut, aber ehrlich gesagt sind alle gut. Also ich hatte jahrelang ein ganz billiges, glaube ich, aus so einem alten Kaufhaus, was es nicht mehr gibt in der Schweiz. Was jetzt, ich glaube, ABM oder EPA, irgendeines dieser zwei. Und das war auch gut genug. Wirst du das neue Dell XPS 13 testen? Ja, das reizt mich sehr mit dieser lustigen Fake-Touchbar da oben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das bewährt, aber wenn sich die Gelegenheit bietet, werde ich mir das auf jeden Fall anschauen. Blablabla. Ist diese Falttechnik ein Gimmick oder wird sie Zukunft haben? Du meinst natürlich diese Falttechnik hier da in den Handys. Ich bin da sehr überzeugt, dass das Zukunft haben wird, aus dem einfachen Grund. Mich erinnert es an die ersten Smartphones. Da haben die Leute gelacht und gesagt, das braucht doch keiner, das wird so ein Nischending. Dann erinnert es mich an die ersten großen Handys. Manche Leute haben die Phablets genannt, ich hasse den Namen. Da haben auch alle gesagt, ja, das ist so ein Nischending. Niemand will so ein großes Handy mit sich rumtragen, braucht doch keiner. Heute sind alle Handys so groß und keiner erinnert sich mehr an diesen grässlichen Ausdruck Phablet. Ich glaube schon, dass es Sinn macht, Geräte zu haben, die du variabel nutzen kannst. Ist ja immer ein bisschen ärgerlich, dass die Bildschirme, entweder sind sie zu groß oder zu klein, irgendwie ideal sind sie nie, und dass du sie anpassen kannst, macht schon Sinn. Die Frage ist ein bisschen, wie es dann schlussendlich ausschauen wird und wie robust es wird, aber aktuell sieht es sehr vielversprechend aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das große Aber ist natürlich, variable Bildschirme kann man auch anders machen, nämlich indem man sie direkt ins Auge projiziert, und da bin ich halt sehr gespannt auf alles, was da mit den Brillen noch auf uns zukommt. Ganz spannend übrigens auch diese Firma, Humane heißt sie, oder ich glaube, man spricht sie so aus, die ehemaligen Apple-Leute, die da alle zusammen sind, die arbeiten ja jetzt, sind Patente aufgetaucht an so einem Mini-Beamer für die Handfläche, wo dann irgendwie was da in die Handfläche projiziert wird und man dann da Sachen lesen und rumdrücken kann. Da bin ich auch gespannt, ob es vielleicht sowas wird. Also das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Hier auch noch nicht. Wir haben eigentlich schon eine Stunde durch und ich habe doch gar nicht gesagt, dass ich eine Stunde vorhabe, aber... APF fragt, was denkst du über das Microsoft Duo Surface Telefon? Da habe ich ein Video dazu gemacht, aber ich kann es gerne nochmal zusammenfassen. Ich finde es großartig, aber leider zu wenig ambitioniert mit diesen zwei getrennten Bildschirmen. Machen es für mich unbrauchbar, weil ich praktisch nie zwei Apps parallel haben möchte. Ich mag lieber groß eine App haben und da nicht einen Spalt dazwischen haben. Hätte es einen Faltbildschirm, fände ich es großartig. Es ist unglaublich dünn, man hält es gerne in der Hand, wirklich schön gemacht, aber halt die zwei getrennten Bildschirme, ein bisschen zu wenig mutig. Microsoft argumentiert natürlich, damit es besser fürs Hirn, zwei getrennte Bildschirme als ein großer und so, aber naja, das hat sich einfach die Marketingabteilung zurechtgelegt. Sie hätten schon auch gerne einen großen Bildschirm, aber haben sich halt noch nicht getraut. Aber das kommt schon, bin ich sicher. Blablabla. Wann kommt der neue iMac 27 Zoll raus? Ich vermute parallel zum MacBook Air auch irgendwann im Frühling oder so. Ob er dann 27 Zoll hat, bin ich mir nicht so sicher. Ich habe einen uralten Samsung mit 27 Zoll und ich habe einen neuen Samsung zum Testen mit 32 Zoll und der 32 Zoll Samsung ist kleiner als mein alter 27 Zoll Samsung, weil einfach der Rand nicht mehr so groß ist. Ich glaube schon, dass der neue iMac dann ein bisschen größeren Bildschirm noch hat. Aber mal schauen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der zusammen mit dem MacBook Air kommt und dem neuen Mac Mini und dann an der WWDC zum großen Finale der großen Prozessor-Migration bei Apple dann noch der Mac Pro. Aber den zeigen sie dann halt auch wieder nur auf der Bühne. Also obwohl wird ja vermutlich auch wieder leider ein Video-Event werden. Aber das war ja auch schon, wann haben sie den aktuellen Mac Pro gezeigt? Da war ich an der WWDC und da konnte man ihn danach anschauen. Und dann kam er dann ganz Ende Jahr, kam er dann erst in den Handel. Also das wird auch wieder so ein bisschen so ähnlich sein, denke ich mal. Sieben fragt noch, was ist mein Lieblings-Apple Watch-Zifferblatt? Kann ich mich gar nicht festlegen. Ich wechsle andauernd. Ich finde dieses neue Astronomie-Zifferblatt, wo man immer sieht,
wo die Sonne ist, wie lang der Tag ist, das finde ich sehr, sehr schön. Das hier. So. Hast du mal eine HoloLens 2 ausprobiert? Ja, ich habe die HoloLens 1 ausprobiert, die HoloLens 2. Und ich bin heute noch beeindruckt davon. Also mir ist sonnenklar, warum jede Firma der Welt und jeder Firmenchef der Welt ganz, ganz viel Geld in solche Projekte investiert. Weil es ist unglaublich beeindruckend, unglaublich innovativ. Und ich glaube auch, das ist der nächste Schritt des Computers, dass er halt näher hier ranrückt. Und also kein Wunder, ist ja auch Apple dran mit dieser Brille, wo es immer wieder Gerüchte gibt. Also sowas sehe ich absolut. Also das macht absolut Sinn. Das Problem sind halt aktuell noch Größe, Gewicht, Akku und Blickfeld. Bei der ersten HoloLens, in der Demo hat es ja so unglaublich cool ausgesehen. Man ist da umgeben von lauter Hologrammen. War natürlich Quatsch, man musste da so noch eine kleine Briefmarke durchgucken und nur da hatte man die Hologramme. Und jetzt bei der 2 war es schon ein bisschen breiter und ja, mal schauen, wie es dann bei der 3 wird. Marc schreibt, Wenger gibt es nicht mehr, die wurden von Victorinox übernommen. Ja, verrückte Zeine, wirklich. Das ist ja, als würde Microsoft Apple kaufen. Habe ich nicht mitgekriegt. Aber ich bin auch nicht so der Experte auf Taschenmesser. Welches Armband hast du aktuell bei der Apple Watch? Ich habe geschummelt. Mal schauen, ob die Kamera das hinkriegt. Ich muss sie ablegen. Ich habe oben habe ich das... Ah, wie heißt die Farbe nochmal? Das Dunkelkirsch und unten habe ich das Pflaume dran. Zwei verschiedene Violetttöne. Ja, Sportarmbänder kann man ja gut kombinieren. Und habe ich mir das neulich... ich hatte das Lederarmband dran und wollte schwimmen gehen und brauchte dringend zwei Bänder. Und dachte ich, ach komm, sei ein bisschen mutig und kombiniere zwei. Darum habe ich jetzt das dran. Surface Pro 8 kann man an zwei Monitore anschließen. Ja, will ich doch schwer hoffen, aber ich kann es nicht ausprobieren. Ich habe keins. Wird das neue MacBook Air auch so eine schlechte Akkulaufzeit wie das MacBook Pro haben? Fragt Desion. Ich weiß nicht, welches MacBook Pro du meinst, aber das neue mit dem M1 Pro und M1 Max hat eine unglaublich gute Akkulaufzeit. Also wenn es die hat, wäre ich sehr zufrieden. Samuel fragt nach meinem Lieblingssong. Das ist schwierig. Ich würde vielleicht etwas von den Flaming Lips nehmen. Oder was von den Talking Heads. Wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich sagen Radiohead von den Talking Heads. Ganz toller Song und hat ja eine andere Band dazu inspiriert, diesen Bandnamen zu wählen. Das ist ja so schade hier an YouTube, dass man keine Originalmusik verwenden kann. Ich würde ja sehr gerne da auch ein bisschen Musik spielen, aber die blöden Rechte halt. So, jetzt sind wir dann gleich am Schluss. Jetzt habe ich es dann gleich geschafft. Kiri schreibt, habe eine Sunto Peak. Ja, die Sunto-Uhren finde ich auch sehr schön. Ich habe neulich habe ich sie wieder ausgepackt, die ich noch hier habe, weil ich... ich musste erklären, was es für Unterschiede bei Smartwatches und Fitnessarmbändern gibt. Und da war die Sunto-Uhr auch dabei. Übrigens, die neuen Garmin-Uhren sind auf dem Weg hierher, bevor jemand fragt. Die Phoenix, was ist es, 7 und die andere, die mit dem OLED-Bildschirm, wo ich mir den Namen nicht merken kann. Bin ich sehr gespannt auf den Test. Da schreibt Tom Schönfelder noch, toller Stream, bin leider zu spät. Hast du schon das Apple 2020 gesagt? Wow, hab auch alte A7. Womit streamst du? Tolles Bild. Ganz viele Fragen auf einmal. Die nehmen wir noch mit. Also die Hauptstreamkamera, die da vorne ist, die Sony A7S III mit dem 24mm Objektiv. Dann das da hier oben ist die A7 III mit dem 35mm Objektiv. Und das Experiment-Dings da hinten, wo ich jetzt die Blende noch ein bisschen weiter zumachen muss. Ja, so kam es ungefähr hin. Jetzt sehe ich unglaublich rot aus. Und man sieht wieder das Quadrat um mein Gesicht.
Das ist nur ein Test für mich in erster Linie, dass die Sony A7, die Original A7, die allerälteste, mit einem manuellen Sonarobjektiv drauf. Aber die machen wir jetzt wieder weg. Die habe ich eigentlich nur für mich mitgenommen, um zu testen. So, jetzt haben wir fast alle Fragen geschafft. Ah, da kommt noch eine Frage von Peter nach dem Poster, was da hinter mir hängt. Das ist aus dem Club in St. Gallen, dem Palace. Da habe ich früher ganz viel aufgelegt und da hat es immer so große Fenster draußen, wo diese Poster drin sind. Und da habe ich mir dann auch mal, die haben sie dann versteigert mal Ende Saison, da habe ich mir einen ganzen Stapel davon gekauft. Und nein, auf dem da bin ich nicht verewigt. Aber auf dem anderen, was bei uns zu Hause hängt, bin ich auch als DJ noch verewigt. Und ja, ich mag diese Poster sehr, die erinnern mich immer ein bisschen daran. Und ich hoffe ja sehr, dass man wieder öfters da in dieses Palast gehen kann und gute Konzerte schauen kann. Ganz tolles Konzertlokal übrigens. Was war das beste Konzert, was ich da mal gesehen habe? Ich glaube, Animal Collective waren da. Ja, sehr, sehr tolles Konzert. Was war sonst noch? Ja, ganz viele gute Sachen. Aber mal schnell schauen, ob noch irgendeine Frage ist. Jan fragt noch nach dem Kfz-Podcast. Nein, das ist momentan nichts geplant. Da haben wir ja ewige Pause, weil wir sind alle viel zu beschäftigt und haben viel zu viel Spaß hier auf YouTube und aber mal schauen, sag niemals nie. Aber apropos Podcast, es ist gut, dass du mich daran erinnerst. Ich kann hier sowieso nicht zu lange machen. Ich muss morgen einen Podcast aufzeichnen für den Tagesanzeiger, für die Zeitung, für die ich arbeite. Ja, da müssen wir auch darüber sprechen, über diese Organspende-Datenbank, die da nicht ganz so sicher war. Aber da haben wir am Anfang vom Video schon drüber gesprochen. Letzte Fragen. Oh, jetzt kommen doch noch. Wann kommt Apple Glasses oder die Apple Brille? Also ich wäre sehr überrascht, wenn die dieses Jahr schon kämen, aber sehr viele Gerüchte sagen, die kommt dieses Jahr schon. Aber ich glaube, wenn sie dieses Jahr schon kommt, wird sie dieses Jahr einfach gezeigt und in den Handel kommt sie dann nochmal eine ganze Spur später. Und ich glaube auch, was zuerst kommt, ist sowas HoloLens-mäßiges, was teuer ist, was man sich aufschnallt. Nicht die normale Brille, die Consumer-Brille. Ich glaube, bei diesen AR- VR-Sachen, einfach bei diesen Brillensachen bei Apple verfolgen sie ein bisschen eine ähnliche Strategie wie mit Mac und iOS. Als erstes kommt das Gerät, was man dann halt braucht, um Inhalte für diese neue Art von Computer zu erstellen, für das Arbeitsgerät halt, das MacBook Pro sozusagen fürs Gesicht und das iPhone, die Apple Watch dafür, das Consumer-Ding, wo man mehr konsumiert und ein bisschen drauf rumdrückt. Das kommt dann später und das wird dann die eigentliche Brille sein. Ich erkläre es mir ungefähr so, aber wissen tut das wohl kaum jemand außerhalb von Apple. Uwe muss Schluss machen. Ja, ich muss auch langsam Schluss machen, weil ich möchte heute unbedingt noch die Boba Fett-Folge, die neue, schauen. Die letzte war ja so ein bisschen so lala da mit diesen farbigen Mopeds da, die so aussahen wie Power Rangers, aber... So, ich glaube, wir haben es geschafft. Also da ist noch eine Frage. War bei IWC in Schaffhausen. Ja, IWC in Schaffhausen ist sehr, sehr cool. Tolle Uhren, tolle Firma, mag ich sehr. So, ich würde sagen, wir lassen es hier. Ich muss sowieso mal schauen, wie die Qualität des Streams war. Anfangs war ja der Fokus ein bisschen verpfuscht, aber ich hoffe, das war nicht zu dramatisch. Und ist sonst auch nicht so schlecht, wenn ich nicht immer im Fokus bin. Mal sagen. Es ist schon krass hier da, diese Monologe auf YouTube. So, also jetzt muss ich schauen, wo da der richtige Endstream-Knopf ist. Ist immer nicht ganz trivial. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Also, ich danke für die Aufmerksamkeit. Falls ihr noch Fragen habt, ruhig unten in die Kommentare. Falls ihr das wieder mal machen wollt, unbedingt schreiben. Ich finde es eigentlich noch lustig und ich denke, das machen wir unbedingt wieder mal. Also, tschüss.